Und Prost, die Hirn. Arsis, Leute. Arsis. Nautal. Prost, Dennis. Prost. Was hast du gesagt? Nautal. Beim zweiten Mal war es deutlich verständlicher für mich. Mord nach Mordor oder so. Mit Vital Weckerl. Willkommen bei den Biertochern. Folge 270. Yay. Wir schreiben den 23.08.2016. Wir befinden uns im alten AKH, im Innenhof 7 derzeit, glaube ich. Und wir sind dabei heute der Dennis, der Horst, ein kaputter Kugelschreiber beim Stefan und der Gregor. Und das Ganze findet statt mit freundlicher Unterstützung von Wukonic.com, nämlich der Internet, nicht der Online-Marketing-Agentur aus Österreich vom Jörg, und vielen Dank an dieser Stelle. Dennis deutet auf eine sehr intime Stelle beim Stefan. Kannst du den Pulli bitte dort unten drunter legen, dann haben wir die ganzen Vibrationen, weil ich nicht dran komme. Also dann haben wir weniger Vibrationen. Wir wissen es ja inzwischen, dass da Vibrationen über diesen schönen, ungemütlichen Stuhl übertragen werden aufs Mikrofon. Aber jetzt okay, sind wir und gefeiert. Ja, vielen Dank an dieser Stelle an den Jörg und an unsere Patreonen und an unseren Flatterer. Und unsere das Klebemonster. Genau, sie leben alle hoch. Hm? Ja. Und an unsere Feedbackler, die können auch gehuldigt. Ja, Feedback. Die müssen uns Feedback schreiben. Spitze. Machen wir gleich den Teaser, würde ich Machen sagen. Machen wir oder? Den Teaser, ja. Wart mal, bis der Stefan das ausgedruckte Internet. Sonst weiß ich nämlich nicht, worüber wir reden. Aber ich kann anfangen, weil ich weiß es schon. Gut, worüber reden wir heute? Zwei Sachen, kurz und bündig, kann ich reden. Nämlich über ein Spiel, das ich sehr intensiv übers Wochenende gespielt habe, namens Tharsis. Und über den Horrorfilm, es kommt ja bald wieder Slash Filmfest. Und ich versuche mich schon darauf einzustimmen, indem ich mir den Horrorfilm The Witch angeschaut habe. Ich erzähle von der Critical Mass und RAW, was steht für Radeln After Work. Ich habe zwei Bücher über das antike Rom gelesen, war im Kino in diesem Suicide Squad. Ich war auf einer Kurden-Demo und außerdem habe ich im YouTube was von 2012 gefunden, was mich fasziniert hat. Von 2012. Kriegt jahrelang nicht mit, was auf YouTube läuft. Ja, ich war in den letzten Wochen nicht hier. Ich bin erst heute wieder nach Hause gekommen. Und weiß nicht, habt ihr schon über Star Trek Beyond gesprochen? Mhm. Okay, gut, dann kann ich mir das sparen. Aber wo warst denn du? Warst du in exotischen Locations mit Kokospalmen? Und ja, so ungefähr. Ich war in Kärnten am Wörthersee. Nordslowenien. Also in Pertschach, um genau zu sein. Erzähl davon. Pertschach? Ja, dann im Podcast. Okay, dazu. Und ich war auf einem Festival in Deutschland. Wie hieß es nochmal? Mera Luna. Und da kann ich mal wieder was über ein Festival erzählen. Oder ranten, je nachdem. Sehr gut, dieser aus und ab in den Podcast. In den Podcast. Haben wir Feedback zum Verlesen? Noch nicht, gell? Na. Dann kommt die Feedback-Erbettelung. Bitte, bitte sendet uns doch Feedback. Mhm. Wir haben so ein schönes Google-Formular, das wir so gerne verlesen. Das Google-Formular wird in den Shownotes verlinkt. Ja, Versprechen ist immer gut. Keine, das war's für heute. Ja, das war's. Okay, dann für Sie. Bis nächstes Mal. Tschüss. Also, fangen wir mit Technikkram an. Ja. Schon ein bisschen älter. Ich habe installiert Thunderbird Lightning und mich damit ein bisschen beschäftigt. Mhm. Das ist das Kalender-Add-on. Das hat sich nämlich jetzt wieder ein bisschen weiterentwickelt und kann sich mittlerweile auch mit dem Google-Kalender brauchbar synchronisieren. Oh. Mhm. Das war aber gar nicht das auslösende Element. Was mich geärgert hat, ist, dass bislang, wenn ich im Thunderbird, also ich lese meine Mails mit Thunderbird über meinen eigenen IMAP-Server, und wenn ich dort ein Mail kriege, dass nur eine Einladung ist, also sprich ein ICS-Event dort attached ist,
dann wird es im Thunderbird ignoriert in dem Sinn, dass es mir nicht einmal dargestellt wird, dass da ein Attachment dran ist, das ich dann vielleicht mit was anderem aufmachen könnte. Mhm. Was ich für einen Bug halt. Mhm. Wenn man dieses Lightning-Plugin installiert hat, ist es nicht nur so, dass es dann erkannt wird, sondern man kann es dann eben auch ganz locker in den Kalender übernehmen und auch zusagen und so weiter. Also mit dem Thunderbird Lightning Plugin wird der Thunderbird auch zu einem brauchbaren Kalender damit. Und der E-Mail-Client hat auch die Kalenderfunktionalität, also die ICS-Attachments kann er dann brauchbar auch verarbeiten. Mhm. Ich wusste gar nicht, dass Thunderbird überhaupt noch aktiv weiterentwickelt wird. Wird das? Ist noch am Leben? Ich glaube, es sind immer viel mehr als Bugfixes und so. Okay. Also diese Änderung ist jetzt dadurch entstanden, dass ich abgegradet habe auf 16.04 Ubuntu. Beim 14.04er war das nicht installiert, dieses Plugin. Da kam es dann wieder dazu. Was in den letzten zwei Wochen noch neu war, Stack Overflow hat sich erweitert um einen Bereich, der sich Documentation nennt. Bisher war das ja ein technisches Frage- und Antwortforum, kann man das so bezeichnen? Mhm. Ich würde sagen, ja. Also man kann dort Fragen stellen und dann können Leute darauf antworten und diese Antworten werden dann hoch und runter gewotet und wieder kommentiert und so weiter. Und jetzt haben sie die Geschichte erweitert um eine neue Rubrik, nämlich Dokumentation, wo sie versuchen, zurzeit glaube ich nur über Programmiersprachen und Frameworks, aber wahrscheinlich in Zukunft dann auch mehr, Dokumentation zu sammeln. Auch wieder in Form von Community-Beiträgen und nicht im Sinne von einer Dokumentation, die sonst normalerweise bei den Sachen dabei ist, also so eine Art lexikalisch oder so, sondern hauptsächlich über Beispiele wollen sie gehen. Mhm. Interessanter Ansatz, ja. Und ich habe in einigen Sprachen habe ich schon herumgewühlt ein bisschen. Es ist jetzt nicht so, dass es mich vom Hocker gerissen hat, aber es ist doch schon eine ganze Menge Content drinnen. Also so zwischen 50 und 100 Beispiele in den größeren Sprachen habe ich überall schon gefunden gehabt. Also da schreiben schon einige Leute brav wieder dran. Gibt es auch Negativbeispiele zum Beispiel, über die man lernen kann? Ist mir keines aufgefallen, okay, dass man alles positiv Beispiele in den Sinn reinzutun. Ne? Ja. Ja. Ich bin mal gespannt, wann der erste den Quelltext von MS-DOS hochlädt. Und die sind aber dann nicht gemeinschaftlich editiert wie in einem Wiki, sondern sind auch einzelne Beiträge, die dann wieder gewotet werden müssen. Oder ist da der Mechanismus irgendwie anders? Es fängt wieder an, dass einer den Beitrag schreibt und dann können weitere drunter kommentieren. Und so gesehen ergibt sich dann wieder eine Zusammenarbeit, in dem der Erste dann wieder die Inhalte, die er für passend hält, dort reinführt. Ja. Das tun die meisten Leute tendenziell dann schon, was ich so gesehen habe, aus dem Grund, weil dann die Antworten wieder eher hochgevotet werden und so weiter. Also damit kriegst du wieder mehr Reputation. Da sind ja viele so Punktesammler dabei bei diesem Modus. Aber muss man sich anschauen, wie sich das im Laufe der Zeit entwickelt. Auf jeden Fall interessant, dass sie das aufgemacht haben, diesen Zweig, finde ich. Das letzte Mal habe ich erzählt von diesem Riffle. Mittlerweile habe ich den Artikel dazu gelesen. Leider ist es fast ein Marketingartikel. Wir haben es letztes Mal verlinkt, wir werden ihn diesmal auch wieder verlinken. Das ist dieses neue Onion-Netzwerk vom MIT. Die wesentlichen Sachen, die ich rausgelesen habe, ist, wie sie sicherer sein wollen, ist Message Shuffling. Das heißt, auf den Servern, über die Daten übertragen werden, okay, werden die Daten durchgemischt, auch in der zeitlichen Reihenfolge. Was meiner Meinung nach genau dem widerspricht, was sie an anderer Stelle behaupten, dass es schneller werden soll. Ja. Also dadurch ist mir das nicht so ganz klar. Andererseits sagen sie auch, sie haben Authentication Encryption und Prevention against Malicious Servers. Also wenn einer der Server, der sich da in diesem Netz befindet, selbst korrumpiert ist, weil auch das ist ja nicht auszuschließen, dass da halt sich einer sozusagen hineinschmuggelt von Anfang an, dann wollen sie das einfach herausfinden können oder zumindest einfacher herausfinden können, als es bei Tor ist. Aber wie immer bisher ist das für mich alles ziemlich Marketingtexte und daher kann ich da noch nicht allzu viel herauslesen. Muss man sich dann auch anschauen, was Leute dazu sagen, die sich da ein bisschen wirklich mit auskennen. Riffle ist das. In dem Urlaub habe ich das nicht mitbekommen. Interessant. Soll ich weitermachen? Ich bin mal online schon. Ich habe nur was Technisches. Bitte? Ja, gern. Also ich bin technisch nicht auf dem Laufenden. Dünn-DNS. Kennst du das vom Konzept her?
Ja. Also die Geschichte ist die, wenn du zu Hause einen Server betreiben willst, also zum Beispiel ein NAS oder sowas, Network Attached Storage, dass du von außen mit Daten beschicken willst, aber einen Provider hast, bei dem du keine fixe IP-Adresse hast, die sich also im Laufe der Zeit ändert, dann kannst du das ja, wenn du von außen da Daten draufschicken willst, müsstest du immer diese IP-Adresse erraten, was ja unmöglich ist. Daher braucht man einen Service wie DynDNS, es vor langer Zeit schon gegeben hat, wo sich der Server regelmäßig meldet, also das NAS, das man zu Hause hat, regelmäßig meldet. Die IP-Adresse wird auf die Art und Weise durch dieses Melden ermittelt und es wird für diese IP-Adresse dann dynamisch, deswegen dieses dünn, ein DNS-Eintrag, also ein Eintrag eines Domainnamen hinterlegt, sodass, wenn jemand diesen Domainnamen aufruft, man dann die richtige IP-Adresse kriegt, die gerade eben gültig ist und auf die Art und Weise, wenn man am Router einen Port freigeschalten hat, kommt man auf dieses NAS zurück herein und kann Daten drauf ablegen. Mhm. Hatte ich lange in Verwendung, weil ich ADSL hatte. Hatte ich auch lange in Verwendung, wirklich von DynDNS, das gab es ja auch einmal als Service, glaube ich, dynDNS.com oder so. Mhm. Da hatte ich dann irgendwie Sorge, dass das nach einiger Zeit nicht mehr wirklich funktioniert hat, nach mehreren Jahren, und habe dann gewechselt auf ein anderes Service. Das hat DDNS geheißen, die Firma dahinter oder die Marke dahinter heißt noip.com, no-ip.com. Und die waren eigentlich auch super. Die habe ich jetzt auch in Verwendung gehabt, 6 Jahre, 8 Jahre, irgend sowas, also lange Zeit. Jetzt haben sie ihr Geschäftsmodell ein bisschen geändert. Also es war immer so, 3 Rechner hat man dort sozusagen umsonst haben können, also 3 IP-Adressen und 3 dynamische Namen. Mhm. Und für weiteres hat man dann gezahlt. Das haben sie auch im Prinzip noch immer so, nur gibt es jetzt einen zusätzlichen Sicherheitsmechanismus, nämlich dass man sich einmal im Monat bei jedem dieser 3 Accounts, die man haben kann, anmelden muss und bestätigen muss, dass man diesen auch weiter in Verwendung haben wird. Das kann man automatisieren. Dazu muss man ein Capture überwinden. Kann man automatisieren. Das ist dann schon ein bisschen schwieriger. Ja, aber irgendwo ist dann die Grenze erreicht. Ja, ich habe mich eine Zeit lang noch gespielt und habe mir den Spaß gemacht, Ihnen auf Twitter einmal im Monat eine nervige Meldung zurückzuschicken, obwohl ich Sie dann daran erinnert habe, dass zwar ein monatlicher Reminder relativ mühselig ist, aber das ist denen natürlich völlig wurscht. Ja, du solltest das Captcha einfach mal über Twitter schicken und die erste Nachricht, die kommt, die benutzt du als Antwort. Ja. Na, also das war so ein wo es nicht Text eingibst, sondern wo du einfach nur klickst, ich bin kein Robot, diese Geschichten. Ach so, okay. Wie auch immer, mich hat es genervt. Das Capture war es gar nicht so, sondern es war der erste Schritt, einmal, du bist auf den Account gekommen, du hast dann sagen müssen, ja, ich will das jetzt bestätigen, dann dieses Capture, dann, nein, ich will nicht auf professionell, aber ja, ich will, also 4 Schritte pro Sekunde. Zu viel Nagging. Es war einfach zu viel Nagging. Dann haben wir gedacht, eigentlich lasse ich mir jetzt nicht mehr länger naggen, sondern jetzt will ich das Ganze selber aufziehen. Ich habe nämlich ohnehin einen DNS-Server immer schon in Betrieb, also ich habe eigentlich meine Domains immer per DNS selber verwaltet. Und das dann, um ein DynDNS zu erweitern, ist eine relativ einfache Geschichte, netterweise. Ah, okay. Das muss ich. Also, wenn man so ein Bind oder was Ähnliches am Laufen hat, die haben das quasi inkludiert. Im Prinzip eine relativ einfache Geschichte. Man erstellt ein Schlüsselpaar, wovon man den privaten Schlüssel am Client hinterlegt, den öffentlichen Schlüssel am Server, sagt dem Server, wer mit diesem Schlüssel kommt und den richtigen Host aktualisieren will, der darf das dann auch. Und DNS-Tools, genau, von der Linux-Bibliothek, die DNS-Tools, hat man ein Kommandozeilen-Tool dabei, wo man den Server benachrichtigen kann, dass man jetzt eine neue IP-Adresse hat. Jetzt muss man ihm nur mal die richtige IP-Adresse mitteilen und das kann man ganz einfach mit einem kleinen Skript, das man auf dem gleichen Server laufen hat, lassen, wo man einfach nur schaut, der Request, über welche IP-Adresse kommt denn der daher. Auf die Art und Weise kriegt man die IP-Adresse zurück, schickt die dem DNS-Server und kann es damit aktualisieren. Also wenn man DNS-Server im Betrieb hat, ist das Setup von dem eine recht einfache Geschichte. Mhm. Wir haben auch einen verlinken einen Artikel, wie man sowas macht. Also das ist komplett zusammengestellt. Also von der Client-Seite, da gibt es schon ein Skript, das das macht, oder muss das selber machen? Das ist nicht einmal ein Skript, sondern das ist wirklich einfach nur ein Kommandozeilenbefehl, den du richtig mit allen Parametern aufrufst und den stellst du in die Contab und so oft wie du das willst, so oft wird es dann halt aktualisiert. Okay, ja, das macht Sinn. Das ist also jede Minute. Das ist vielleicht dann ein bisschen viel, wenn man, insbesondere wenn man das durchs Internet propagiert, sind dann vielleicht die anderen DNS-Server nicht so begeistert. Aber im Großen und Ganzen. Ich würde es auf dem Router laufen lassen, der sowieso das Interface hat. Der weiß auch, wenn die Verbindung weggefallen ist.
und wieder da ist. Nur dann, meinst du, wenn der... Es ist die Frage, ob man so triggern kann, dass er sie wieder aufnimmt. Weil da habe ich jetzt auch erlebt, dass manche DSL-Modems einen Bug haben, dass sie die Verbindung nicht wieder aufnehmen, wenn nicht doch am Webinterface einmal geklickt wird, was man wieder automatisieren kann, aber was auch wieder nervig ist und so. Da hat die... Was? Ja, gibt es ein paar Router mit Bugs. Ja. Interessant. Also es kann sinnvoll sein, es dahinter laufen zu lassen, um explizit dann Requests zu triggern. Das ist auch alles nicht so sauber implementiert. Aber dieser DynDNS-Mechanismus selber, der ist Standard und funktioniert einfach. Also das habe ich einmal aufgesetzt und seitdem läuft das Zeug. Mhm. Ja. Damit habe ich mich noch nie beschäftigt. Hm? Also ich hatte immer andere Wege, SSH oder sowas zum Ändern. Oder ein VPN tun oder sowas, wäre auch eine Variante. Ja. Das habe ich mir kurz überlegt. Also das, bei mir war es immer DNS. Ich habe es jetzt hauptsächlich mit DynDNS gemacht, weil ich wissen wollte, wie es geht. Und habe geschaut, wie viel Aufwand das ist. Und das war, ich glaube, in einer Stunde war das Setup komplett mit allem und verteilt auf allen Rechnern die Schlüssel und so weiter. Das ja, man muss sich nicht rumschlagen, weil es kann immer sein, dass solche Anbieter wollen dann schon irgendwann mal laut. Mal kurz oder dann Kohle sehen und dann wird es lästig. Ja. Eine andere Möglichkeit ist für Leute, die ein bisschen trickreicher rangehen möchten und sich sagen, ja, VPN ist schön und gut, aber ich gehe auch manchmal mit Rechnern ran, die ich nicht kontrollieren kann. Da möchte man ja nicht einen OpenVPN-Client oder sowas installieren und darüber gehen. Könnte ich eventuell noch Tor empfehlen. Da gibt es nämlich die Hidden Nodes. Und wenn man über die Hidden Nodes geht, also ein Hidden Node hinter hinter dem DSL-Anschluss betreibt, dann kommt man immer dorthin. Jetzt muss man nur noch wissen, wie man hinkommt. Also der Client muss ein paar Sachen dann können, wie zum Beispiel Socks oder und im Tor. Aber das ist die Technik, die ich auch mal verwendet habe, um nach Hause zu kommen im Notfall, falls DNS oder so nicht richtig funktioniert, ein Tor Hidden Node. Aha. Du bist das Darknet also. No. Das Darknet. Das Darknet. Dann ist das Darknet. Dann ist das Darknet. So ein Hidden Node ist doch was Selbstverständliches. Ich habe noch weitere technische Sachen. Ja. Intel baut künftig ARM-Prozessoren. Ja. Das ist so auch gelesen. Ein bisschen Hell freezes over, nicht? Mhm. Also die lizenzieren von. Bitte? Klingt seltsam. Ja, die lizenzieren von ARM. Das, wobei es ist ein bisschen auch wieder merkwürdig in dem Artikel, was sie denn jetzt genau lizenzieren, also was sie dann ändern dürfen und was, ein bisschen auch darüber gehört, wie das aussieht, also ob man da jetzt sozusagen den gesamten Bauplan lizenziert und nichts dran ändern darf, oder da gibt es unterschiedliche Geschäftsmodelle. Okay, ja, bei Intel ist es aber ziemlich klar, weil Intel hat schon seit Jahrzehnten fast schon so eine Lizenz und die Lizenz beinhaltet, dass sie alles ändern dürfen am ARM-Prozessor. Die haben ein Änderungsdings. Intel hat eine ARM-Änderungslizenz? Ja, die haben eine, schon seit vielen Jahren haben die Lizenz, ARM-Prozessor nicht nur zu in Hardware zu gießen, sondern auch Änderungen dran auszuführen und diese dann in Hardware zu gießen. Haben sie es auch je gemacht? Nein, sie haben es nie gemacht. Aha, jetzt haben sie vor, das erste Mal zu machen. Interessant. Das habe ich nicht gewusst. Ja, ich wusste, ja. Ich meine, ein bisschen verstehe ich es, nicht? Also so ganz rund rennen sie mit Intel nicht an allen Ecken und Enden und ARM geht es ganz gut. Ja, gerade bei den mobilen Devices halt, oder? Das ist halt das Intel-Knackpunkt, da haben sie nie so wirklich Fuß fassen können. Obwohl ja, ich ja meine... Gott sei Dank nicht. Ich weiß nicht, ich habe hier ja ein Tablet zu Hause irgendwie, das auf Intel rennt und mein Gott, macht, tut. Kann nichts näher dran rumzumeckern. Aber ja, anscheinend trifft es. Ja, ich bin froh, dass Intel es nicht geschafft hat, weil sie nutzen immer gerne Marktmächte aus zum Negativen für den Kunden. Und also, ARM ist damit noch nicht bisher aufgefallen. Schauen wir mal, allerdings die sind jetzt einmal gekauft worden, gell? Ja, wer war das jetzt nochmal? Wer hat es aufgekauft? Chinesische ist gekauft. Ah, ja. Chinesische Firma war das? Ja. Und ich glaube, in der Venture Capital Bude oder sowas. Ja, ja. Stimmt. So also keine große Technikfirma. Ja. Die freie Welt ist in sicheren Händen. Ja. Absolut, es kann nichts mehr schießen. Oje. Ja, sagen wir mal so, Intel ist besser als Qualcomm zumindest. Ach, aber diese Wertigkeiten, das kann man so nicht sagen. Aber ja, um zwei Punkte. Ja, auf einer Skala zwischen 0 und 1.
Ich erinnere mich genüsslich an ein Interview aus den 90er Jahren über Intel, da waren es gerade mit Windows total am Siegeszug. Da war dann das war auch das Zeit von diesem Intel-Bug, wo der Windows-Taschenrechner nicht mehr gescheit addieren hat können. Ah ja, genau, richtig. Und kurz davor war es ein Interview mit dem Intel-Obermotz und er hat gesagt, Intel kann sich nur noch selber gefährlich werden. Sie haben keine Konkurrenz mehr. Tja. So schnell geht's. Apropos ARM, ich bin einem Bug ein bisschen auf der Spur, wirklich behoben habe ich nicht, aber Workaround. Wenn man am Ubuntu auf einem Raspberry Pi 3 betreibt, dann ist es so einmal einerseits, dass die Caches dort relativ schnell volllaufen. Da gibt es einen Befehl Drop Caches, der ist recht locker. Das ist der eine Aspekt, aber interessanterweise nützt der ungefähr nur so die Hälfte von dem Memory Leak, der sich da so anhäuft, zu bereinigen. Nämlich es gibt einen Service, das IRQ Balance Service, das auf Ubuntu, auf einem Raspberry Pi auch ein Memory Leak hat. Mm, also das hin und wieder neu starten hilft auch. Mm. Wenn man die zwei Sachen alle Woche macht, dann schaut es ganz gut aus, habe ich jetzt so den Eindruck. Okay, bei mir ist Debian im Einsatz und ich habe keine Probleme. Keine. Ah, da hatte ich sogar ein Thema zu. Raspberry Pi 3 und Debian und ich habe ein Media Center auf Libre Elec aufgesetzt. Und das Ding habe ich mir gedacht, ach, ich nehme es mal mit in den Urlaub. Vielleicht kann ich es brauchen oder sowas. Und habe mir dann das Ding mitgenommen und im Urlaub war halt schlechtes WLAN. Und ich konnte das WLAN überhaupt nicht nutzen und ein Loch durch die Wand bohren ging nicht, wir hatten keinen Bohrer. Also, was mache ich? Das WLAN ist schlecht. Ich erinnere mich, dass ich diesen Pi mit habe. Und libelec bringt eine Funktion mit, und zwar, dass man den Pi als Access Point benutzen kann. Das heißt, ich habe das Ding konfiguriert mit dem Bildschirm und dann ohne Bildschirm irgendwo in die Ecke gelegt, Netzwerkkabel dran, USB-Kabel dran, und dann habe ich den Raspberry Pi 3 als Access Point benutzt, damit ich surfen kann. Und das funktioniert ziemlich gut. Also es ist auch der Raspberry macht dir ein WLAN? Ja, der 3er zumindest. Der 2er hat kein internes WLAN. Ist das dann ein Ad-Hoc-Netz oder ist das ein richtiger Access Point? Also dann ist es ein Access Point mit Routing-Funktionalität. Das heißt, du hast ein eigenes IP-Netz. Aha, cool. Ja, ich habe auch wieder vor, mit Raspberry zu basteln. Ich habe einen Dreier jetzt? Ich schäme mich, einen Dreier habe ich sowieso, den habe ich aber schon als NAS aufgesetzt zu Hause. Aber es ist ein Zweier frei geworden durch menschliches Versagen. Ich habe nämlich, ich habe euch erzählt, ich habe LibreElec auf einem Raspberry Pi aufgesetzt. Leider nicht auf meinem. Ich habe da ein fremdes Debian-Blatt gemacht dafür. Ich schäme mich eher an dieser Stelle. Große Entschuldigung. Weil es eben versehentlich, da war Mitglied, also jemand, der das Debian gehört, der war nicht sehr glücklich über mein Blatt machen. Aber jetzt ist ein Raspberry frei und ja, jetzt ist der Plan mal so ein RetroPie auszuprobieren, das heißt eine Distribution, die Emulatoren. Also so als Arcade-Maschinen 80er Jahre. Richtig, vornehmlich, weil ich ja so geklagt habe, weil ich über meine C64er Zeit gesprochen habe und da gibt es ein paar alte Games, die ich gern wieder spielen würde, und den C64er an den Beamer anschließen, ist größerer Aufwand, als wenn ich mir jetzt einen C64er Emulator am Raspberry Pi installiere und dranhänge über HDMI. Aber warum tust du nicht auf deinem wahrscheinlich viel schnelleren Personalcomputer, den du zu Hause hast, einen Emulator laufen lassen? Ja. Das ist, der rauscht ordentlich und ich weiß nicht, ich wollte das mal... Oder ist das mehr Wohnzimmer-kompatibel, ja, hat das damit zu tun? Ich wollte es eben mal jetzt mal ausprobieren. Ja. Also, aber du hast natürlich recht, es gibt sicherlich auch so Multi-Emulatoren für Windows, gell? Ja, könnte ich auch machen. Ach so, hast du Windows auf deinem Haupt-PC? Auf dem Haupt-PC, der im Wohnzimmer ist. Oh Gott. Naja, zum Spielen. Das ist halt so. Wirklich, also. Ich habe ja Windows auch. Ich habe einen Politiker. Und Mac OS X auch. Ketzer. Ketzer. Wenn das das dann hört. Ja, ich habe den Nachfolger von Plan 9 ausprobiert auch. Den Nachfolger von Plan 9 oder ein Fork davon. Ah, Plan 9, das gibt's. Und zwar 9 Front. Okay. Die entwickeln tatsächlich Plan 9 weiter. Das ist schon ziemlicher Quatsch. Und ich muss sagen... Weißt du kurz, was das ist? Das ist ein Betriebssystem, ein geistiger Nachfolger für Unix. Ah. Hat die Prämisse von Unix, alles ist eine Datei, noch weitergebracht. Wirklich alles ist eine Datei, bei Unix ja nicht. Und
Das geht so weit, dass es einen Server gibt, der allein für das Dateisystem zuständig ist. Denn der ist völlig unabhängig davon, von den Prozessen, wo sie laufen. Mhm. Also man kann alles Mögliche verteilen und man hat überhaupt nicht erst einen Kernel, der das Dateisystem, also standardmäßig hat man erst gar kein Dateisystem, sondern ein virtuelles. Und man muss sich da erst einen Prozess starten, der dann die Festplatte sozusagen zur Verfügung stellt. Und das kann auch aus der Ferne kommen. Mhm. Das ist besser als NFS, könnte man schon sagen. Das Dateisystem heißt 9P und ist auch für Linux verfügbar. Das ist ein recht gutes Dateisystem, muss ich sagen. Ich habe mir Ninefront dann heruntergeladen, in einer VM installiert und die Bedienung ist sehr gewöhnungsbedürftig. Aber was ich jetzt empfehlen kann, ist die Dokumentation von Ninefront einfach spaßeshalber mal durchzulesen. Wer so auf Insider-Gags steht und etwas schrägen Humor, die haben da auch schöne GIF-Animationen mit drin, die dann sehr passend sind und eigentlich recht lustig. Also einfach mal lesen, Ninefront. Eine Dokumentation. Ja. Mit dem Hardware-Kram bin ich fertig, aber ich habe Software-Kram, der sehr nett ist. Und zwar, ich bin ein Rails-Mensch und habe sehr viel Rails-Kram gelernt vom Ryan Bates mit einer Screencast-Serie, die der gemacht hat. Die hieß Railscasts und das waren 450 oder so Episoden. Ich habe, glaube ich, ein paar Episoden gesehen davon, ja. Der ist dann leider in ein Burnout gerasselt und hat dann damit aufhören müssen, was echt eine riesen Lücke hinterlassen hat, über viele Jahre hinweg eigentlich. Und es gibt mittlerweile einen legitimen Nachfolger, das heißt Drifting Ruby, was zwar generischer klingt als Rails, ist es aber eigentlich nicht. Also fast alle Casts, die da drauf sind, sind Rails-spezifisch. Okay. Macht ein Typ jetzt mittlerweile seit 45 Episoden. Ist ziemlich unbekannt noch in der Szene. Ich glaube, ich bin sein 50. Twitter-Follower oder irgend sowas. Also der hat sich noch nicht so wirklich herumgesprochen. Mhm. Aber ich tue jetzt Drifting Ruby-Casts schauen. Also ich habe jetzt gestern, glaube ich, 10 geschaut und heute 25 oder so. Und wann kommt der Rest dran, dann ist das erledigt. Boah. Weil die sind echt gut. Nämlich eben nicht altes Zeug, wie die Railscasts jetzt für uns nur mehr sind, weil das halt einige Jährchen her ist, sondern echt das neueste Zeug. Also wir haben jetzt mit Rails 5 auch einige Neuigkeiten da in dem Ökosystem drinnen. Und die mich nicht so begeistern, aber gut, das hängt an den Projekten, die ich mache. Aber er stellt eine ganze Menge Gems vor, die ich nicht bisher gekannt habe, die ich echt brauchen hätte können schon. Also es erweitert wieder so ein bisschen mein Know-how rundherum. Schön. Und er macht es zumindest, würde ich sagen, in vergleichbarer Qualität, wenn nicht sogar in der gleichen Qualität wie der Ryan Bates. Man muss sich ein bisschen reinhören, weil er klingt wieder für mich ein bisschen ungewöhnlich von der Sprache. Ich kann ja nicht ganz zuordnen, wo er her ist. Aber wirklich sehr gute Qualität inhaltlich, gute Shownotes dazu. Immer so zwischen 5 und 15 Minuten Episoden. Macht Mordspaß, sich das anzuschauen, wenn man was lernen will in Rails. Hm. Und nun? Politik? Politik. Irgendwas hinter uns? Schnell, ich weiß, es interessiert euch mäßig. Ich war auf einer Kurdistan-Demo und habe dort den Garib nicht getroffen. Er war ganz enttäuscht. Und der Hintergrund ist der, das Thema der Demonstration war Freiheit für Öcalan Friede in der Türkei oder halt Protest gegen die Repressionen der türkischen Sicherheitskräfte und Gesellschaft gegen Minderheiten, die speziell nach dem niedergeschlagenen Putsch jetzt sehr überhand nehmen. Ich habe ein paar Fotos gemacht, es waren dort auch Leute, die gesagt haben, also dass nach dem Putsch versucht haben, gewisse türkische Gruppierungen alle Alevitenviertel zu stürmen und andere Viertel von Minderheiten. Also da ist, wenn man weiß mit der Geschichte von der Türkei, also dass auch der Völkermord am Armenien da nicht aufgearbeitet ist, und auch in den 70er Jahren gab es immer wieder so, dass ein Mob dann bestimmte Minderheitenviertel sozusagen gestürmt hat, weiß man, dass da viel los ist. Und das Interessante war für mich, also es waren jetzt nicht mehrere tausend Leute, sondern es waren vielleicht einmal ein paar hundert Leute, Schwarzenbergplatz, und es war relativ wenig Polizei.
sie war präsent, aber jetzt nicht mit irgendwie einer aggressiven Weise, sondern halt Polizei. Und was mich interessiert hat, erstmals habe ich das gesehen, dass die Polizei unter ihren blauen Overalls haben sie Schutzwesten gehabt, also kugelsichere Westen. Da hat man gemerkt, weil das halt politisch mehr aufgeladen ist. Und das andere war, es hat dann kurz bevor sich der Demozug in Marsch gesetzt hat, hat so ein Polizeiwagen mit Lautsprecher gesagt, laut Paragraph bla 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 vom Sicherheitspolizeigesetz werden auf diesem Demonstrationszug Aufnahmen gemacht und sie werden gefilmt. Also es wurde sozusagen die Demonstrantenmasse darüber benachrichtigt, dass sie erkennungsdienstlich fernbehandelt wird. Das habe ich in der Form auch noch nie gehört, aber ist anscheinend ein neues Gesetz. Ansonsten, es hat ein Nachspiel gegeben, haben natürlich gedacht, ja super, jetzt warst du dort und hast mich damit nicht getroffen und alles sinnlos und so. Aber jetzt hat es nachher dann in den nächsten Tagen so eine außenpolitische Entwicklung gegeben, dass sich der österreichische Außenminister mit dem türkischen Botschafter oder Außenminister beflegelt und ein Grund des Vorwurfs der Türkei an Österreich war, dass Österreich die Kurden demonstrieren lässt. Da habe ich mir gedacht, yeah. Die andere Verwicklung war, dass auch unser Oppositionspolitiker HC Strache gemeint hat, also er ist dagegen, dass Kurden, dass Kurden demonstrieren dürfen oder Türken. Also, das war nicht so ganz klar, aber ihm war das Demonstrationsrecht unangenehm. Habe ich mir gedacht, also habe ich immerhin zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, habe durch meine bloße Präsenz zwei Leute, die ich nicht mag, beleidigt. Ja, also was ich damit sagen will, ist, es bringt was, auf Demonstrationen hinzugehen, auch wenn man den Effekt vor Ort nicht so richtig abwägen kann. Ja. Aber du hast sie nicht bewusst beleidigt, sondern sie fühlen sich... Also beim Strache schon. Der hat vorher im Vorfeld schon gesagt, dass gegen diese Demonstrationen... Ja. Also der Hintergrund ist da gab es Auseinandersetzungen zwischen Türken und Kurden bei einem Demonstrationszug. Und er hat das zum Anlass genommen, um halt sozusagen praktisch Leuten, die in Österreich leben, per se das Demonstrationsrecht abzusprechen, was ja zeigt, aus wessen Geistesrichtung der kommt. Ne? Ja, ich finde es auch interessant, dass sich Leute beleidigt fühlen, nur weil jemand anderer Meinung ist. Weil das ist eigentlich kein Grund, beleidigt zu sein, wenn jemand anderer Meinung ist, sondern sollte man als Kritik annehmen. Aber ein sehr häufiger Grund, warum andere beleidigt sind. Ja. Das ist, glaube ich, eine Grundproblematik, mit der der Mensch in verschiedensten Fronten und in verschiedensten Richtungen immer wieder aufs Neue mit sich selbst und mit anderen zu kämpfen hat. So ist es. Wie viele waren dort? Hast du das schon erwähnt? Ja, also es war jetzt nicht so eine Völkerwanderung, es waren ein paar hundert Leute. Und war das in seinem Areal? Es hat sich am Schwarzenberg gesammelt und der Demonstrationszug ist dann, glaube ich, zum Parlament gezogen. Okay, alles klar. Ich war circa eine Stunde dort, da war aber nur Sammlung. Es hat so ausgeschaut wie ein Treffen der kurdischen Community. Also man hat dauernd die Leute gesehen, die sich gegenseitig die Hand geben und so. Ja. Man muss auch dazu sagen, also die nicht-kurdische Community ist in Wien sicher stärker vertreten und besser organisiert, schon allein durch die ganzen Vereine, die haben und so. Jo. Nächste politische Thema, Critical Mass. Genau. Ja, was ja keine Demonstration ist. Also letzten Freitag habe ich an einer Demonstration und an einer Nicht-Demonstration teilgenommen. Okay. Ich fange mit dem nachher an, weil das war das Friday Night Skating, das ist offiziell eine Demonstration. Von den Grünen, glaube ich. Von den Grünen organisiert, die jede Woche stattfindet, wo man durch die Stadt Wien diesmal waren wir 1800, durch die Gegend radelt und skatet. Rudelradfahren und skaten. Genau. Und das Schöne ist, auf abgesperrten Straßen, was ja ganz normal ist. Da kommt man auch ganz schön herum. Also die Tour diesmal ist gegangen über die Donau, im Endeffekt bis Leopoldau raus, dann nach Osten bis zur Autobahn, zur Südosttangente zum Anfang, also Knotenbrater heißt es dort, und dann wieder in die Stadt hinein. Das waren 25 Kilometer, das war schon mal ganz nett, insbesondere so super fit bin ich ja auch nicht wirklich, weil vorher war ich noch auf einer Nicht-Demonstration, nämlich der Critical Mass. Die ist eine Nicht-Demonstration. Das ist eine Nicht-Demonstration, aber eine unangemeldete Versammlung. Es ist nämlich auch keine Versammlung, sondern es ist nur eine Bewegung. Es ist nur gemeinsames Radfahren. Es ist keine politische Bewegung in dem Sinn, sondern es will... politisch, weiß nicht. Also es will darlegen, dass Radfahrer auch einen Platz im Straßenverkehr haben sollen. Sehr politisches Anliegen.
okay, nicht parteipolitisches Anliegen, ja, sagen wir mal so. Und wir waren so 350 Leute ungefähr. Schlecht. Und das Lustige ist dann, es ist so eine richtig österreichische Lösung, das Ganze, weil es ist nicht allzu viel Unterschied in der Organisation zu der anderen Veranstaltung. Wirklich, okay. Also es fährt vorne ein Polizeiauto, es fährt hinten ein Polizeiauto. Obwohl es nicht eine angemeldete Demo ist. Ja. Das heißt, die Polizei hätte eigentlich auch diese unangemeldete Versammlung auch nur zufällig dort auseinandertreiben können. Und mit vier Motorrädern und so weiter. Mhm. Wobei, es ist ja keine Versammlung, es sind nicht Leute, die sich versammeln, da kann man sie nicht auseinandertreiben, sondern es sind nur Leute, die Radfahren. Bleibt können. Und mich hat interessiert, wie das Ganze jetzt eben gedeichselt wird, damit es keine Demonstration ist und so weiter. Und ich habe mich auch ein bisschen mit dem, es gibt daher auch klarerweise keinen Organisator. Mit dem Haupt-Nicht-Organisator. Also habe ich mich mit dem Nicht-Organisator auch unterhalten, was sehr nett war. Der ist ein bisschen ein Weihnachtsmann-Typ, der ist ein urnetter Typ, mit dem bin ich relativ lang herumgeradelt vorhin und wir haben also in der ersten Reihe und ja, das funktioniert so, die Demonstration von Friday Night Skating ist ja wirklich organisiert. Das heißt, da gibt es vorher einen Plan, da ist ganz klar, wann wo gefahren wird. Und es gibt einen Ordnerdienst, was auch bei Demos wichtig ist. Ja, mit sehr vielen Rollschuhfahrern, du bist da jetzt auch letztens wieder mal mitgedüst. Ja. Also da ist richtig, da ist Organisation unterwegs. Während dort ist es so, dass einfach das Polizeiauto fährt einmal vorne in eine Richtung los. Und dann kommt der Weihnachtsmann, fährt zum Polizeiauto und sagt, nächste Kreuzung fahren wir links. So. Schön. Und dann fahren alle links. Okay. Und halten dort den Verkehr auf. Und das funktioniert ganz gut. Es ist das Ziel klar, weil das darf bei einer Radtour absolut klar sein, das Ziel, wo man hinfährt. Mhm. Aber es darf keine fixe Route wohin sein, weil sonst geht es in Richtung einer Demonstration. Der Weg ist flexibel. Der Weg ist flexibel und wird wirklich ad hoc dann... Na, fahren wir doch. Ich möchte auch ein Polizeiauto mit fahren. Ja, da hinten ist viel Verkehr, fahren wir dort entlang. Und das waren auch 22 Kilometer, da sind wir gefahren zum Wienerbergteich über einige Umwege. Also wir waren fast an der Stadtgrenze bei Oberla, bei der Therme. Oh, schön. Und dann eben beim Wienerbergteich sind einige noch schwimmen gegangen, aber es war ein relativ kühler Abend. Mhm. Und von dort sind wir dann in einer relativ großen Gruppe eben aufgebrochen, wieder in die Stadt hinein, um rechtzeitig zum Friday Night Skating zu kommen. Und die Rückfahrt war dann auch eine nicht organisierte, überhaupt einfach nicht. Nur wild. Jeder einzeln. Mhm. Auch, also wir sind auch nicht in einer Gruppe gefahren, sondern wir haben geschaut, dass wir halt flott in die Stadt reinkommen, dass wir noch geschwind was zum Trinken kriegen am Weg, weil es waren dann doch insgesamt über 7 Stunden am Rad. Ja. Also das geht dann schon ein bisschen rein, hat aber mords Spaß gemacht. Ja. Super. Bin so eifersüchtig. Ja. Das Friday Night Skating, der Horst hat ja da letztens auch einmal mitgemacht, das ist kein sehr schnelles Radfahren, also da kann man, also muss man nicht topfit sein. Ich wurde von Joggern überholt. Ja. Echt fitte Leute. Ein neuer Tiefpunkt in meiner Unsportlichkeit. Also man fährt spurlangsamer, als ich im Normalbetrieb fahren würde, aber vor allem bleibt man immer wieder stehen und wartet zusammen. Gerade strahlende Ampeln und Kreuzungen. Wo auch Leute, die vielleicht nicht so fit sind, sich wieder ein bisschen erholen könnten und so weiter. Das ist und ausschließen können zu den kleinen Familien mit kleinen Kindern, die oder mit Roller fahren und so. Also es sind auch kleine Kinder auf Roller dabei, die da mithalten. Das härteste war echt dieser 60-jährige Opi, der auf seinen Joggingschuhen gelaufen ist. Ja, und das laufen einige Tempo immer mit. Also das ist, ich würde nicht sagen, man muss nicht, also vollkommen untrainiert, da spürt man dann 25 Kilometer auch, aber man muss nicht wirklich fit sein für das. Nicht? Also das geht recht locker. Aber im Vergleich dazu kritischem Maß ist echt der Hammer, da versucht man einzuhalten eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 9 km/h. Also wer da nicht mitkommt... Also ihr fahrt absichtlich langsam? Es ist absichtlich langsam, ja. Um die Autos mehr zu ärgern? Nein, sondern weil er halt wirklich will, dass alle mithalten, so, und dass das nichts auseinanderdriftet. Dafür wird kaum einmal zusammengewartet. Also das war, glaube ich, 2 oder 3 Mal. Eine Strategie sozusagen. Das ist ein bisschen eine andere Strategie, sondern er versucht eher tendenziell langsamer zu sein und dafür den Pulk zusammenzuhalten, weil halt auch wirklich im Pulk gefahren wird. Das heißt, es werden keine Ampeln beeinflusst, sondern es ist dann einfach so, wie es auch in der Straßenverkehrsordnung zumindest zu der Zeit noch drinnen gestanden ist, wo ich einen Führerschein gemacht habe. Wenn ein Pulk über eine Kreuzung drüber fährt, darf der komplett drüber fahren, auch wenn rot wird. Und das funktioniert dann halt auch, insbesondere wenn vorne ein Auto mit Blaulicht ist und hinten ein Auto mit Blaulicht ist, dann geht das ganz gut. Schön drüber. Aber es ist wirklich, es ist ausgesprochen nett. Das Klima ist auch total entspannt und so. Dadurch, dass keine Skater dabei sind, ist es auch, würde ich sagen, noch eine Runde ungefährlicher, weil mit den Skatern gibt es immer wieder mal doch Unfälle. Mhm.
vielleicht erzähle ich da auch noch kurz was davon, weil das war für mich ein echter Lerneffekt. Nachher beim Friday Night Skaten sind wir eine Straße reingefahren, draußen da von der Leopoldau rein, und da sind wir am Rückweg gewesen, schon Richtung Stadt, kein Verkehr, der irgendwie gestört hätte, und wir haben eigentlich alle miteinander ziemlich Stoff gegeben, weil wir waren auch im Pult relativ weit vorn. Und ein Mädchen, vielleicht so 20 Reihen, 25 Reihen vor mir, ist richtig aufs Gesicht geschlagen. Ui. Also, vom Skaten? Vom Skaten. Ui. Ist irgendwie so nach vorne und so richtig der Länge nach hin und aufs Gesicht. Also wirklich. Hat sich nicht die Hände fast gekriegt? Nein, so wie es ausgesehen hat, nicht, weil sie hat dann auch geblutet und so weiter, aber konnte immerhin aufstehen, also nicht schwer verletzt und so. Aber so gesehen ist ja dann auch wieder super, dass ja da Polizei dabei ist. Das heißt, die können dann eine Schnellrettung organisieren und so weiter. Ne? Die gehen dann genau die Koordinaten durch und da bleibt dann wer dabei und dann haut es gut hin. So gesehen ist das super organisiert auch. Ja. Und sie waren sofort einige dort. Aber was für mich richtig interessant war, diesmal konnte ich sehr genau beobachten, weil ich relativ nah eben noch dran war. Ich habe das eben gesehen, dass da vorne sich was tut, wie das mit dem Bremsen aussieht. Es hat mich sehr gewundert, dass wirklich niemand über sie drüber gefahren ist. Mhm. Also man muss sich das vorstellen, die Leute fahren mit 1 Meter, 1,5 Meter Abstand alle voneinander. Ja. Dennis macht gerade ein Handzeichen, indem man Arm nach oben gibt. Mhm. Das Arm nach oben geben ist eine Reaktion, die man dann macht. Also die Arme nach oben machen die Skater, die Fahrradfahrer hoffentlich nicht beide, die brauchen die Hände zum Bremsen, aber die klingeln zum Beispiel. Mhm. Und es war sehr interessant, für mich war das so ein Gefühl, ein Schwarmverhalten zu beobachten. Mhm. Wie es bei einem Vogelschwarm, wie ich mich immer wundert, dass das funktioniert, dass die nicht zusammenfliegen, hat es mich da verwundert, dass wir nicht zusammen gefahren sind. Und es ist wirklich auch in dem ganzen Pulk rundherum, also ich habe da sicher so im Blick gehabt, ich würde sagen 100 Radfahrer plus Skater so rundum, da haben sich keine zwei berührt. Das hat einfach funktioniert. Das ist schön. Warum das so ist, ist mir nicht wirklich klar, es war fast unheimlich. Kann ich da schon sagen, weil extreme Anfänger nicht mitfahren. Das ist, und die Leute sind tendenziell doch sehr aufmerksam bei der ganzen Geschichte, weil man halt sich bewusst ist, dass da was passieren kann. Aber dass alle doch ungefähr das gleiche Reaktionsverhalten zeigen, das habe ich bei Autokollisionen, so Massenauffahrunfällen, wo ich auch schon drinnen war, nicht gesehen. Und das war für mich sehr interessant. Ja, das heißt also, Autofahrer sind tendenziell dümmer als Fahrradfahrer. Das habt ihr jetzt gesagt. Ja. Ja, also ich finde auch immer Critical Mass und Friday Night Skating cool. Und ich kann leider kein Handzeichen geben, weil ich brauche beide Hände zum Bremsen, sonst schleudert es mich weg. Und ja, ich kenne das auch schon mit dem Stürzen. Besonders Gleise, die auf der Straße sind, da sind immer große Sturzgefahren und ich sehe regelmäßig, dass Leute stürzen. An so Mitteninseln, das ist auch immer wieder mal, wenn so eine Mitteninsel auftaucht auf der Straße, die man zu spät sieht. Aber bisher habe ich noch nie was wirklich so grobes, also dass jemand wirklich am Gesicht geblutet hat, das habe ich noch nicht erlebt. Na, die hat es ziemlich erwischt. Von der vorletzten Friday Night Skating kann ich was Nettes erzählen, da haben wir nämlich so einen beobachtet, der hat was urschick, also einerseits war ganz toll, waren so drei Radfahrer, die extrem neonfarben bunt angezogen waren. Die sind immer dabei. Ja, die haben extrem gut ausgeschaut. Und dann war aber auch ein Typ, der hat mir extrem gefallen, der hat ein Elektro-Monorad gehabt, also ein kleines Einrad, aber nicht wie man es diese Zirkusklauen haben, ein Einrad mit einer Stange oben und am Sattel, sondern wirklich nur ein Einrad mit und unten zwei Draufding. Und das Ganze war elektrisch und durch Körperverlagerung. Also es ist wie ein Segway mit nur einem mit einem Radl, also ein halber Segway sozusagen. Ist seltsam, dass und damit ist er brav herumgedüst. Ne? Und hat man dann auch erzählt, das kann man so irgendwie dann per Hand also auch nehmen, wie einen etwas schwereren Koffer, und das kann er dann in die Arbeit mitnehmen oder am Arbeitsplatz. Mit Akku 16 Kilo und 50 Kilometer Reichweite haben die Dinger. Und fahren im Pulk einfach locker mit. Insbesondere die Brücken rauf ist er schneller. Ja. Also der hat sicher seine 250 Watt oder so, würde ich sagen. Du machst halt überhaupt keinen Sport wie beim Segway. Also er ist nur in der frischen Luft und steht. Steht, ja, steht. Balanciert ist er. Balanciert, ja, balanciert. Aber es und er hat einen Bluetooth-Lautsprecher. Genau, das Ganze hat unten noch Sound rausgeschoben und Lichtern. Und was er mal erzählt hat, ist, dass er sozusagen in die Arbeit fahren kann. Und aber er kann auch gleichzeitig das jetzt wieder nehmen und Straßenbahn fahren damit, ohne... Weil das einfach transportabel ist. Halt schwer, aber nicht besonders groß. Okay.
Interessant, ja, was man nicht alles sieht. Okay. Die Dinger sind nicht für den Straßenverkehr zugelassen. Ja, das hat er auch gemeint, das ist so ein Graubereich und er hat irgendwie gemeint, er weiß überhaupt nichts. Ne? Er fährt ja, wobei Grau ist ja eigentlich nichts dran, das ist eigentlich ganz klar, das ist nicht zugelassen. Aber er ist festgefahren damit. Die Thematik hat man mit Skates auch, grundsätzlich. Inline-Skater sind zugelassen, die sind im Weißbereich. Ja. Bei uns nicht. In Österreich nicht? Nee, Österreich nicht. Also das müsste sich gehen. Als Fußgänger. So werden sie behandelt. Mhm. Aber du dürftest eigentlich nicht. Ja. Damit also in Deutschland hat man ja, galten sie von Anfang an als Fußgänger. Sie waren zugelassen, weil es war nicht motorisiert. Ja. Es ist zweispurig, aber eben unmotorisiert. Und man ist auf den Füßen und somit galten sie als Fußgänger. Und man hat noch überlegt, ob man nicht eine extra Inliner-Spur einführt. Zur Radspur noch daneben. Richtig, genau. Ob man das Gesetz ändern soll, dass die zu den Fahrradfahrern gehören, weil sie halt auch schneller sind. Von der Geschwindigkeit würden sie eher zu den Radfahrern passen. Also zweispurige, das ist ja auch überhaupt das Interessante, der Unterschied bei Fahrradfahrern in Deutschland und Österreich. Gibt es einen Radweg, müssen in Deutschland alle auf den Radweg. Keine Ausnahme. Und man darf nicht auf die Straße, auch wenn irgendwas ist, wie zum Beispiel eine Baustelle auf dem Radweg, bedeutet, du musst absteigen und dran vorbeigehen. Krass. Ja. Und in Österreich? Und in Österreich darfst du dir aussuchen, ob du auf dem Radweg fährst oder auf der Straße. Also du darfst trotz Radweg auf der Straße fahren. Nicht immer. So einfach ist es nicht. Du hast an und für sich schon Radwegbenutzungspflicht, außer es handelt sich um eine Trainingsfahrt. Ja, gut, aber das kann man immer argumentieren. Ja. Ja. Und ja. Österreich. Ja. Ich gelte als Fahrradfahrer mit meinem Dreirad. Ja. Und da ich schmäler bin als 80 Zentimeter. Wenn ich mehr als 80 Zentimeter breit wäre, müsste ich definitiv auf die Straße. Das gilt in Österreich und in Deutschland. Ja. Gibt es für dein Liegerad eigentlich so einen Sozius, wie das Motorradfahrer haben? Wo ein was? Einen Sozius, das ist so ein Seitenwagerl. Nein, gibt es nicht, aber das Modell, was ich habe, kann man verlängern zu einem Tandem. Ah, dann sitzen zwei hintereinander. Dann sitzen zwei hintereinander. Ich habe auch schon des Öfteren ein Modell von Hase gesehen, die eine Kombination aus Eierhobel und Liegerad ist. Vorne ist ein Liegerad, aber das ist eher ein gemütliches als ein tiefliegendes. Und hinten ist ein Eierhobel. Was ist ein Eierhobel? Das ist das Ding, Fahrrad, wo du dir die Eier reibst. Ein normales Fahrrad. Ja, ja, okay, ja. Also so ein, wo du aufrecht drauf sitzt und mit der ganzen Kraft. Und das lenkt der hintere, glaube ich, nicht? Ja, genau, es lenkt der hintere. Das ist ein ungewöhnliches Konzept. Das ist im Prinzip für den Behindertentransport oder zum ins Grüne fahren mit einer Person, die halt eigentlich nicht fahren könnte. Das sehe ich aber nämlich. Aber kann der schon im Liegerad strampeln oder ist es praktisch nur ein Lastenrad? Die Person vorne kann meines Wissens auch strampeln, muss aber nicht. Also ich habe das schon jetzt des Öfteren gesehen, unter anderem in Perchtoldsdorf gibt es wohl jemanden. Mhm. Die haben ein Kind, das behindert ist und... Es war letztens auch wieder einer mit so einem Konstrukt. Ja, auch beim Friday Night Skating ist öfters eine dabei, die hat ein Fahrrad, wo vorne eine Hebebühne ist, wo jemand mit dem Rollstuhl drauf sitzt. Mhm. Die fährt auch des Öfteren mit, das ist mit Hilfsmotor allerdings, sonst wird die das nicht schaffen. Ja. Also kommt man auch in die Natur mit einem Rollstuhl. Mhm, spannend, was für Konstrukte es alles gibt. Ja, finde ich toll, was es alles gibt. Friday Night Skating ist weiterhin, bis auf Weiteres, sagen wir so, jede Woche am Freitag. Mhm. Aber Critical Mass ist ja nur einmal im Monat. Nachdem es letzte Woche war, folge ich diese Woche nicht. Mhm. Aber was es auch gibt, was ich bisher nicht kannte, ist RAW. Was ist das denn? Radeln After Work. Ah. Aha. Das ist auch von der gleichen Truppe, wie die Critical Mass ist, findet statt am Donnerstag um 17.30 Uhr. Diesmal ist es Erkunden der Radwege in Simmering, ist das Programm. Mhm. Aha. Wo startet es? Belvedere. Wir sind bisher aber nur vier Leute, die gesagt haben, dass sie sich treffen. Und wer mitmachen will, zusagen bei der Facebook-Gruppe. Ich bin von Facebook. Naja, da kann man doch sich einen Account anlegen dafür. Na. Ich finde, das ist nett, wenn man den Leuten das mitteilt. Du musst einen Strohmann bei Facebook aktivieren, der für dich die Anmeldung macht.
Du kannst dich ja pseudonymisieren. Das ist ja dann auch wieder so, als wäre ich da. Du sagst irgendwem, der ist bei Facebook ist und sich nicht auswählen kannst, der soll dich anmelden. Nee, also ich existiere für Facebook nicht. Ich verbiete jedem Fotos von mir bei Facebook hochzuladen. Oh, oh. Ich verbiete jeder Person was. deswegen erlaube ich auch Personen eigentlich in der Regel nicht, außer ich kenne die Personen, dass die das nicht machen würden, mich zu fotografieren mit dem Mobiltelefon. Und die Erwähnung meiner Person bei Facebook habe ich auch den meisten abgewöhnt. Hast du das auch so gehandhabt, als du dein Festival besucht hast? Ja. Ja, hast du auch wirklich aktiv verbieten müssen? Oder? Mich hat keiner fotografiert. Ah, da wäre ich mir nicht so sicher. Aber was war das für ein Festival? Erzähl mal vielleicht von dem. Oh, wollen wir jetzt dazu drüber gehen? Ja. Ja, okay. Ich war vor über einer Woche auf dem Mera Luna, das ist in Hildesheim. Okay. Ich war schon mal beim Mera Luna vor ein paar Jahren, da haben wir in einem schönen Hotel übernachtet. Das habe ich vor ein paar Folgen, vor Ewigkeiten mal erzählt, glaube ich vor einem Jahr. Ja, das Mera Luna ist im Gegensatz zum WGT kein Festival, was über die ganze Stadt verbreitet ist, sondern es findet nur auf einem Flugplatz statt. Ah, aber Setting ist Flugplatz. Ja. Cool. Und vorgesehen ist es, dass alle zelten. Das heißt also, es gibt nur Karten mit Zeltplatz. Mhm. Wir nutzten generell den Zeltplatz nicht, weil ich das nicht mag. Wir haben uns diesmal per Airbnb ein Zimmer gesucht und haben das mal ausprobiert, wie das ist mit Airbnb. Mhm. Und sind dann jeden Tag mit dem Bus dorthin gefahren. Es ist schlecht erreichbar von der Stadt aus. Taxi ist wesentlich angenehmer. Blöderweise hatte ich gleichzeitig sogar Bereitschaft. Ich habe dafür gesorgt, dass ich Mittel und Wege habe, innerhalb von einer Viertelstunde, das sind meine Zusagen, in der Wohnung wäre vom Konzert aus. Mhm. Und notfalls habe ich auch noch das Mobiltelefon mit. Das war dann überhaupt spannend und es war schon ziemlich schwer, weil der Zeltplatz ist die einzige Möglichkeit, um zu dem Konzertbereich zu kommen. Das ist drumherum und es gibt nur einen Weg, dort reinzukommen. Und ja. Was ist die musikalische Ausrichtung von diesem Festival? So wie das WGT? Oder? Ähnlich, sehr ähnlich. Mhm. Es gibt allerdings nur zwei Bühnen, im Gegensatz zum WGT, wo es unzählig viele gibt. Also es gibt 30 Orte, wo was stattfindet. Ja, die wandernde Dose, ich weiß. Es windig. Es ist ein bisschen windig und es könnte bald anfangen zu regnen. Hier jetzt gerade, deswegen wandert die Dose. Ja, musikalische Ausrichtung ist weniger Metal, mehr Darkwave und überhaupt Gothic. Das lädt dazu EDM. Ein, das Wort. Ja. Sind die Leute dort auch eher so in schwarz gekleidet? Oder? Ja, das ist wirklich identisch wie beim WGT. Nur nicht so viele, die wirklich sehr üppig bekleidet sind, weil Zeltplatz und so ein Reifrock sind nicht besonders kompatibel. Ja, das ist dann etwas schade. Das ist halt ein Nachteil beim Mera Luna. Das Mera Luna dieses Jahr fand ich ziemlich Mist. Also das ist meine persönliche Meinung. Mhm. Es hat mir gezeigt, dass ich definitiv dort nie wieder hingehen möchte. Wirklich? Was haben Sie denn falsch gemacht? Also da erstens, die sanitären Anlagen sind faktisch nicht vorhanden. Es oder gibt so zeltplatzmäßig oder ja, festivalmäßig? Also. Es gab nur Dixi-Klos, davon zwar massig, aber es gab keine Möglichkeit, sich die Hände zu waschen. Yeah. Stellt euch mal vor, was die anderen in der Zeit nicht bei der gemacht haben. So keiner. Sehr lecker, also sehr schön. Stärkt die Abwehrkräfte. Ja. Ja. Und das zweite, wirklich Griff ins Klo, dann nächste Griff ins Klo, ist an der Hauptbühne war der Bass so dermaßen stark, dass der nur noch genervt hat. Ah, es war okay. Richtig. Ich formuliere es mal positiv. Es war scheiße zum Kotzen und ihr könnt euch noch mehr Wörter einfallen lassen. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Also wirklich. Setzen Sie hier ein. Boah, das. Also es war echt so schlecht, kein Hörgenuss herausgeschaut. Also der Tontechniker
Ich könnte jetzt ein Trump-Zitat bringen. Irgendwas können wir noch auslassen in diesem Podcast. Okay. Ja, also okay, es war wirklich grauenvoll. Schade, ja. Ja, jedenfalls, das ist jetzt das Negative, komme ich wenigstens zu den positiven Aspekten, weil ich möchte die nicht unter den Tisch kehren lassen und nur das Negative dann da stehen lassen. Ja. Das Line-Up war wunderbar eigentlich. Auftakt für uns persönlich war Apokalyptica. Ich habe die schon seit über 10 Jahren nicht mehr verfolgt. Ich weiß jetzt auch wieso, sie gefallen mir nicht mehr, aber sie haben halt alte Stücke auch gespielt und das war dann schön, ja. Mhm. Also sie haben anscheinend derzeit einen Gastsänger, einen Amerikaner, und man hört es auch, und mir gefällt der amerikanische Metal meistens nicht. Die Kombination ist nicht mein Ding, also ja, kann mich nicht mehr angesprochen. Aber die alten Stücke, sie gefallen mir immer noch. Hast du noch ein bisschen alte Zeit aufleben lassen können. Ja, besonders lustig ist es dann. Ja, und zur Zugabe spielen wir jetzt Hail of the King. Das ist ein Kriegsstück meines Wissens. Und sie haben angefangen zu spielen und sie haben dann aber Ode an die Freude gespielt. Knapperweise auch daneben. Das war dann lustig. Meine Freundin und ich sind, glaube ich, die Einzigen, denen es aufgefallen ist. Und ein paar wenigen. Ja, sie haben anschließend aber dann trotzdem das Kriegsstück auch noch hinterher. Okay, aber schön. Das ist eine gute Idee. Oh ja, schön. Herrlich. Dann Wien V Nation. Der Sänger kann definitiv nicht singen. Aber die Stimmung, ja, die Stimmung ist immer atemberaubend. Ich kann Wien V Nation ein Konzert empfehlen. Der kann zwar nicht singen, aber es ist eine gute Stimmung. Ja, ja. Dann, was hatten wir noch? Lacrimosa. Das sagt mir sogar was. Ja, das ist so eine deutsche Band, die spielen Gothic Metal. Mhm. Sind keine gute Liveband und einige haben anschließend gesagt, sie sind ziemlich enttäuscht. Hätten sie das gewusst, wären sie zu einem Karen Set nicht hingegangen. Und meine Freundin hat dann nur gesagt, ja, die sind nie als Liveband gut und das war jetzt einer der besseren Auftritte. Mhm. Die wurden erst 4 Wochen, bevor das Festival anfing, überhaupt beauftragt, weil sie eine Ersatzband sind. Da haben die sich natürlich auch gefreut. Also, ja. Daher war wahrscheinlich das Konzert ziemlich gut im Vergleich zu sonst. Und so, die Leute haben dir gefallen? Also die Stimmung war okay? Oder haben dich die Dixi-Klos so? Komme ich später zu, weil da habe ich noch was zu sagen, ja. Line-up, also am Sonntag, was war da nochmal? Mir fällt jetzt leider nur noch Within Temptation ein. Okay. Das ist eine Symphonic Female Frontend Metal Band, so wie Nightwish. Female war drinnen. Ja, Female. Okay. Die Sängerin, also sie kommen aus Niederlande und sind ungefähr genauso alt wie Nightwish. Und Nightwish könnt ihr vielleicht sogar kennen, oder? Entfernt auch wieder, so wie bei Lacrimosa. Entferntes. Die Sängerin haben sie ja vor ein paar Jahren rausgehauen, die Tarja Turunen. Und die war ja überhaupt die Ikone, also das war, wer irgendwie Gothic Metal gehört hat, die hat nie, war nie bei einer Gothic Metal dabei, aber jeder hat sofort an sie gedacht. Interessant, okay. Sie ist sozusagen das Aushängeschild des Female Fronted Metals. Mhm. Jetzt ist es eigentlich schon fast Within Temptation. Sie gibt jetzt Solo-Konzerte und ist ziemlich bekannt und sehr erfolgreich als Einzelkünstlerin. Der hat übrigens mit Mike Oldfield sogar ein Lied inzwischen gemacht. Shadow on the Wall, wer nicht, das und, nicht kennt, Mike Oldfield. Also was ich sagen wollte, Within Temptation, das Konzert war wegen dem ganzen Lärm fürchterlich und dann zack, plötzlich Tarja Turunen auf der Bühne. Mhm. Das war so eine Überraschung, da hat man nicht mit gerechnet. Also Hut ab, also überhaupt die Show von Within Temptation war monströs, also ja. Mit Feuerwerk, also Rammstein könnte dann nur neidisch werden. Wow, große ja. Also dementsprechend toll. Und ja, die Leute, ja, es wird verdammt viel Bier getrunken. Und das merkt man auch. Gab es keinen Stand? Medstand gab es. Mhm. Aber Mera Luna ist nicht so Med, sondern eher Bier. Und es gibt sogar Leute, die dann
versuchen, hunderte von Bechern übereinander zu stapeln, um zu zeigen, wie viel Bier sie getrunken haben. Und ja, das ist nicht ganz so schön. Also, war das ein bisschen zu feucht-fröhlich, die Atmosphäre da? Genau, also es ist so ein bisschen proletarisch, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Das klingt. Also, Snoppy, Quatsch. Oh, danke. Also, ja, ist nicht so das Metier, wo ich mich gerne aufhalte. Das ist Vegetarier lieber. Ja, das war Mira Luna. Ich weiß nicht, es gab doch den einen Podcaster, der zum Thema Gothic aus Graz oder so. Ich weiß es nicht, was du meinst. Ja, wir hatten das mal als Thema, oder beim Podcaster-Treffen war, glaube ich, mal einer dabei. Ah, das ist ein Bunker, wenn ich nicht. Ja. Jetzt zu dem Zusammenhang wollte ich den nur mal nennen. Ich habe den Namen vergessen und jetzt fiel mir ein, den würde ich dann auch mal dazu gerne hören. Ja. Wir kommen einfach zum Podcast-Treffen dazu, ne? Ja, wann ist eigentlich der nächste? 16. September. Termine haben wir gleich gedroppt. Das, um wie viel Uhr? Nachlesen in den Shownotes. Ja, schreiben wir wieder in die Shownotes, habe ich mir nicht ausmittig gemerkt. Also ich glaube 18 Uhr. Nicht es gibt zwei hat, Möglichkeiten, entweder ich kann nicht oder ich kann nicht. Naja. Tja. Möchtest du noch was erzählen, Horst? Ich kann auch gehen. Also, so ist also okay. Nein. Also es sind jetzt keine dringenden Themen. Ich kann sie auch nächstes Mal machen, wenn ihr noch was Dringendes habt. Ja, ich kann noch ganz, vielleicht zum Abschluss was locker leichtes, kurzes. Ja, das Spiel? Ich habe ein, ja genau, das Spiel. Ist jetzt mal, war im Humble Bar, also Tharsis heißt das Spiel, ist ein Würfelbrettspiel, das man am Computer spielt, mit einer Weltraum-Survival-Thematik, war auch im Survival-Humble-Bundle drinnen. Ja. Und die Story ist so, du bist eine vierköpfige Crew, eigentlich bist du sechsköpfig, aber gleich am Anfang werden zwei deiner Crew getötet und du bist im Weltall auf einem Raumschiff, / Raumstation und musst zum Mars und das Spiel läuft in 10 Runden ab und in diesen 10 Runden musst du eben dein Würfelglück versuchen, um diverse Schäden an deiner Raumstation zu reparieren. Also das ganze Spiel ist in 10 Runden aus? Genau, richtig. Also dann eher ein kurzes Spiel oder hat es eine Runde in sich? Eine Runde hat es in sich, weil es hat verschiedene strategische Komponenten. Mhm. Das heißt, du würfelst, geht nicht nur rein ums Würfeln, sondern deine Crewmitglieder. Erstens hat einmal die Raumstation einen Energiebalken, das ist die Hülle, die tut sich durch Katastrophen abbauen, die musst du reparieren, falls die kaputt geht. Und jedes deiner Crewmitglieder hat ein Stresslevel und ein Energielevel, Lebenspunkte. Und pro Runde passieren, das Raumschiff ist in verschiedene Stationen unterteilt, die Kommunikationsstation, da können die Leute runter telefonieren zu den Erdbewohnern oder einen biologischen Garten, da können sie Essen abbauen oder eine medizinische Station, da können sie sich heilen. Und jeder dieser Crewmitglieder hat auch selber Spezialfähigkeiten, zum Beispiel kann der Captain jemanden, glaube ich, Aktionspunkte verleihen. Da bin ich mir nicht sicher, aber zum Beispiel dann natürlich der Arzt, der kann andere Energiepunkte wieder zurückgeben oder der Spezialist kann einmal noch mal mehr am Würfeln. Und du musst diese Mitglieder sind immer an verschiedenen Punkten der Weltraumstation und du musst sie dann halt an Katastrophen vorbei oder in problematische Stationen reinlenken, ja. Und das hat eben so eine strategische Komponente und wenn du dann eben dich auf so eine Katastrophe hinbewegst, siehst du eine Innenansicht von der Station und dann geht's eigentlich los. Also jeder Schaden zum Beispiel, deine Aktionspunkte sind die Würfel, das heißt, wenn du 6 Aktionspunkte hast, dann hast du auch 6 Würfel zum Würfeln und ein Schaden ist mit einer Zahl ausgeschrieben, wie zum Beispiel, wenn es so hoch ist, 36 oder so, das ist ganz schlecht. Und dann müsstest du 6-6er würfeln, also richtig. Fast unmöglich. Und das Spiel ist aber dann noch in der Würfelkombination noch angereichert, weil du kannst zum Beispiel, wenn du zum Beispiel einen Pasch, also zwei gleiche Anzahlen, kannst du zum Beispiel Food harvesten, kannst du zum Beispiel Essen herstellen in der Essensstation. Oder wenn du einen Wurf über 5 würfelst, dann kannst du die Spezialfähigkeit eines Doktors einsetzen und kannst jemanden heilen. Und unten hast du auch noch eine Bank, da sind so 6 Würfel aufgemalt von 1 bis 6. Und da kannst du auch Würfel, die dir übrig bleiben, kannst du da reinlegen und dann kannst du unten die rauskommenden Punkte an Forschungsprojekte vergeben. Mhm. Die Forschungsprojekte haben dann auch wieder so Auswirkungen mit so
diesmal nimmst du keinen Schaden, wenn du dich bewegst und solche so Geschichten. Get out of jail. Ja, richtig. Und prinzipiell, jeder Schaden hat auch eine, eigene Eigenschaften. Das heißt, wenn ist dann immer ausgeschrieben, zum Beispiel, es gibt Stasis oder Verwundung und da sind zum Beispiel zwei Würfel oben aufgemalt. Wenn du eine 3 würfelst, dann wird er deinem Crewmitglied einen Lebenspunkt abgezogen und oder Stasis, dann darfst du halt, wenn du eine 3 würfelst und Stasis auf 3, dann darfst du nicht weiter würfeln, sondern das bleibt dann liegen sozusagen. Also und sehe ich jetzt die ganze Zeit wie bei einem Brettspiel den Spielplan oder macht die Computergrafik schon mehr her? Jetzt die macht schon ein bisschen mehr her, es ist hübsch anzusehen, ich fand es eigentlich ziemlich locker flockig, auch der Soundtrack kann man sagen, der ist cheesy, aber irgendwie hat er so etwas sphärisches, weltallmäßiges und es hat halt auch eine fiese Survival-Komponente, weil einen deiner anfänglichen Crewmitglieder, die du verlierst, wird ins All geschleudert, ein anderer bleibt aber bei dir. Und jetzt kann dann natürlich das Essen ausgehen. Und was macht man, wenn einem Essen ausgeht? Noch einen ins All schicken. Man kann jemanden seines toten Kollegen aufteilen und in Menschenfleisch Portionen aufteilen und den anderen geben. Hat den Effekt, dass erstens deine Würfel, die du würfelst, ab dem Zeitpunkt ziemlich blutig sind, wenn du sie dann so, das ist eigentlich so ein optischer Effekt. Nicht nur, weil das Stresslevel steigt. Auch. Ah, okay. Ja. Und nach Ende jeder Runde gibt es noch so Events, also so Entscheidungen, die sie treffen, die Auswirkungen auf die ganze Crew haben. Und je höher das Stresslevel ist, desto schlechter sind diese Entscheidungen. Und wir haben das jetzt 2 Tage lang gespielt, insgesamt schätze ich mal 12 Stunden. Cool. Summa summarum. Das heißt, und es war wirklich lustig und es war auch insofern lustig, weil am Anfang hast du so, es ist zu komplex und ich verliere, es ist alles nur Glück. Und mit der Zeit kommst du aber rein und hast dieses gesteuerte und leicht rockige, weil du dann auch stirbst, Gefühl dabei. Was ich nicht kapiere, du spielst allein gegen den Computer und die Station sozusagen oder du brauchst mehrere Spieler, die dann gegeneinander spielen? Du oder? Spielst alle Charakteren sozusagen. Die haben ja Aktionspunkte, du spielst alle. Also du würfelst für deine ganze Mannschaft? Genau, richtig. Jeder hat. Und es gibt jetzt keinen Mehrspielermodus in dem Sinn? Leider nicht, nein. Aber das wird sich auch bei deinem Konzept kaum anbieten. Der Computer ist eigentlich dazu da, dass du ein Brettspiel allein spielen kannst sozusagen. Ja, also der bietet dir diese Zufallsevents, die Katastrophen und so. Und es wird dann noch ein bisschen Story dazwischen erzählt. Und weißt du, gibt es eine Paper-Version von diesem Brettspiel oder eine Brett-Version? Weil das könnte man mit Ereigniskärtchen und so irgendwie das nachmachen. Ne? Ich habe einen Podcast darüber gehört, ich weiß es nicht. Es kann sein, bei einem Review, das ich darüber gelesen habe, ist es nicht vorgekommen. Es gibt leider keinen Wikipedia-Artikel darüber, aber das kann sein. Aber du scheinst ganz angetan zu sein. Ja und nein, also es war für die Zeit war es jetzt super, aber es hat jetzt den Wiederspielwert nicht irgendwie. Ah, okay, also wenn man es dann mal durch hat, ist es okay. Sie hätten es aufwerten können, indem sie mehr Story zum Aufdecken oder sie versuchen dich eh zu locken. Projekt für zum meine Beispiel, Schüler. Du kannst deinen Techniker freispielen oder du kannst deinen Kannibalen freispielen, der nicht gestresst wird, wenn er Menschen isst. Aber da musst du so lange spielen, das war uns dann die Motivation eigentlich nicht wert. Also es ist elegant, es macht für die Zeit urviel Spaß, aber es ist dann auch wieder zu Ende. Ich hätte mir vielleicht mehr gewünscht, weil das Ding wirklich so eine schöne Fusion aus Computerspiel und Brettspiel und so ist. Vielleicht hätte ich mir auch gewünscht, dass es statt nur einer reinen Maussteuerung auch die Option für einen Controller gibt. Ist aber vielleicht dieses, du musst halt so viel Würfel drag and droppen, wäre vielleicht nicht praktisch gewesen. Andererseits, vielleicht ist es genau das kleine Spiel, was man haben möchte und das ist einfach nur Gemeckere auf hohem Niveau. Vielleicht ist es genau das. Und was mir schon aufgefallen ist, also nach 8 Stunden Spielen oder so, kommst du schon noch ein bisschen so in Tunnelblick, oder? Ja, ein bisschen wie, ich bin mal vorgekommen, wie vor der Slotter-Maschine. Achso, nochmal. Ja, weil du abstrahierst eigentlich die ganzen Events ziemlich weg und sagst, nur da, die Würfel da, hier, da, ich mach da. Also okay, du kommst dann wirklich auch in diesen Spielermodus. Konnte ich ganz gut nachvollziehen, dass das durchaus. Warte auf die Tavi-Slot-Maschine, wo sie in Las Vegas alle stehen. Ja, und da hältst du den Würfel und das können wir noch. Blutig. Und warm gespielt die Maschine, jetzt müssen wir doch weiter. Mit blutigen Würfeln am Roulette-Tisch. Schön, das klingt nach vorne. Ja, wollte ich nur sagen und genau. Ich habe was Nettes von 2012, ganz kurz. Ah, das YouTube, ja? YouTube, ja. Und zwar also Hintergrund, ich bin ja absolut unsportlich und interessiere mich null für Nüsse für Olympia. Ja, und habe dann irgendwie über Reddit mitgekriegt, Michelle Jenneke, die australische Hürdenläuferin, hat keine Medaille gewonnen. Zumindest war das der Stand, was ich erfunden habe. Und dann habe ich diesen Thread dann verfolgt. Mhm. Und was war? Das muss vor 2012 gewesen sein, wurde Michelle Jenneke, australische Hürdenläuferin, gefilmt bei
ich weiß nicht, was für eine nationalen Hürdenlaufmannschaft das war, wie sie sich aufgewärmt hat vor dem Hürdenlaufen. Okay. Und das ist dann ein YouTube-Meme geworden, das ist sozusagen viral geworden mit so diverser Musik, weil sie halt so hüpft und sie wackelt dabei mit den Schultern und schaut halt gut aus. Ne? Und das wird dann mit Musik hinterlegt. Und jetzt habe ich im Zuge dieses Reddit-Threads wurde ich verwiesen auf Forever Alone meets Michelle Jenneke. Das ist eine Internet-Gag-Gruppe, die halt so kleine lustige Videos macht. Und das ist aber sehr süß gemacht. Also der Video fängt an, dass lauter Nerds halt vor einem Computer sitzen, also alle an einem PC und schauen. Und da kommt immer eben so eine Musik in Endlosschleife und sie machen so diverse Sprüche wie, jetzt kann ich Farben sehen und ich vergebe sogar meinem Vater. Und was meinen sie, schauen sich dieses Michelle Jenneke Video an, ne, was in Endlosschleife. Und dann zoomt halt die Kamera so auf das Gesicht von dem einen, der schon relativ lang vor dem Computer sitzt und man sieht, wie er sich da hineinsteigert und plötzlich hüpft die halt in seiner Wohnung, wackelt immer mit den Schultern und er dann auch. Und dann spielen sie gemeinsam Video und sie wohnt sozusagen dann mit ihr. Und das Lustige ist halt, dass auch wenn sie jetzt Pfannkuchen machen oder Zähne putzen, hupfen sie immer so und wackeln mit den Schultern. Und sie hat natürlich auch Tag und Nacht immer nur dieses Olympiatrikot an. Ja. Und es gibt dann sogar noch so eine Art metaphilosophischen Schluss ein bisschen. Okay, ja. Und schön. Ja, aber es war einfach sehr, sehr süß gemacht. So ein Nerd-Fantasy übersteigert, was halt passiert, wenn man zu lang YouTube-Videos in Endlosschleife guckt. Also eine Empfehlung aus dem Jahr 2012. Genau, ja. Gut. Sehr, sehr nett. Gleich mal anschauen. Gut. Seid ihr auch ein bisschen müde? Oder? Ja, machen wir Schluss, oder? Ja, mal ein anderes Mal. Also meine anderen Storys reden wir nicht davon. Bis zum nächsten Mal könnt ihr euch ja vorbereiten und schauen, wer die Artemis ist. Ah ja, genau. So erzähle ich nächstes Mal was davon. Die Artemis. Die Artemis. Artemis. Na dann, bis nächste Woche. Schön war's. Und tschüss. Tschüss. Tschüss.